Hallihallo, Hallöchen. Es ist wieder Samstag und wer unsere Folgen schon ein wenig verfolgt, der weiß, Samstag ist meistens Fahrtag im Moment, weil das der einzige Tag ist unter der Woche, an dem Tim und ich Zeit haben. Ich bin gerade unterwegs zu ihm, denn in seiner Straße steht unser wunderschöner Skoda Fabia in der Farbe Königsblau. Der ist nämlich letzte Woche stehen geblieben. Man mag es kaum glauben. Da hatten wir leider keine Kamera dabei, deswegen haben wir das nicht in einer eigenen Folge festhalten können. Wir waren in Bayern ein wenig unterwegs, sind so ungefähr 300 Kilometer gefahren und auf dem Weg zum Brombachsee, den wir umrundet haben zu Fuß, ist dann die Motorkontrolllampe angegangen. Von der haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und sind einfach weitergefahren. Und auf dem Rückweg ging dann zum Glück vor der Haustür von Tim die Öllampe an. Daraufhin bin ich stehen geblieben, habe mir den ganzen Sumpf mal angeschaut und festgestellt, das Ding ist staubtrocken, da ist kein Öl mehr drin. Jetzt ist die Frage, warum das so ist. Der Fabia hat ja zarte 287.000 Kilometer. Es könnte sein, dass die Kolbenringe kaputt sind, es könnte sein, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt sind. Ich hoffe immer noch darauf, dass einfach nur irgendwo eine Dichtung porös ist, wir da jetzt über den Weg immer mal wieder ein bisschen Öl verloren haben, was wir nicht mitbekommen haben. Wir dann die Dichtung einfach mal auf schnell ersetzen und danach wieder voll einsatzfähig sind. Das wäre natürlich das Ideale. Wenn dem nicht so sein sollte, dann fahren wir wieder mal in die Werkstatt unseres Vertrauens. Ich habe jetzt parallel noch einen ODB-Stecker im Kofferraum, damit wir heute auch mal die Motorkontrolllampe auslesen können und schauen können, ob da irgendwie ein Fehlercode drin ist, mit dem wir was anfangen können. Ja, jetzt fahre ich erstmal zum Tim, weil wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, ist mein rechter Platz leer und da wünsche ich mir den Tim her. In Offenbach City, Gleichstraße, Essig Cevap Cici. Servus. Servus. Jetzt ist das Team vollzählig. Ach du Scheiße, jetzt wird er auch noch gefilmt. Ja, natürlich. Oh nee. Guten Morgen. Ja, der Tim ist jetzt auch mit in diesem wunderschönen Vehikel. Wir waren beim Bauhaus und haben 10W40 Öl geholt. Das gute Zeug von Liqui Moly. Aber hallo. Jetzt fahren wir wieder zurück. Befüllen unseren Fabia mit frischem Öl. In der Hoffnung, dass es irgendwo unten raustropft, damit wir sehen, wo genau das Leck ist. Es besteht aber auch noch eine Möglichkeit, dass das ein ganz normaler Ölverbrauch ist. Ja, da hoffen wir jetzt einmal. Weil es kann natürlich sein, jetzt, weil der halt wirklich schon über 280.000 hat, dass der halt irgendwie schon ein bisschen Öl verbrennt. Oder ich weiß gar nicht, wie läuft das dann immer ab? Verbrennt es? Oder? Verbrennt es, ja. Verbrennt es einfach, ja. Ne? Aber was ich gelesen habe, so ein Liter auf 1000 Kilometer wäre normal. Das kommt ungefähr auf das hin, was wir schon gefahren sind. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich habe gestern einmal so ein bisschen rumgerechnet, aber wir haben schon fast, ja. Also ich glaube 100 Kilometer, wie wir ihn geholt haben und jetzt dann sind wir ja nach dem Brombachsee und sowas, also da kommen schon fast 1000 zusammen. Ja, kommt hin. Kann natürlich auch sein. Die Frage ist halt, was natürlich damals der Albaner natürlich reingeschüttet hat, aber das wird man nie wieder erfahren. Weil wenn der natürlich auch nur einen Liter vielleicht reingehauen hat und wenn der bei 1000 einen Liter verschluckt und wenn oder das verbrennt, sogar doch Wasser gewesen ist, dann ist es mal der. Genau, kann ja auch sein. Ja, ist alles ja, bei möglich. Dem ist alles möglich. Es kann natürlich sein, dass der dachte, oh, das ist Öl, aber das war dann sein eigener Urin-Beep. Wir leben in einer verrückten Zeit, in der verrückte Dinge passieren. Natürlich, kann alles passieren. Und ich habe noch einen ODB-Stecker dabei, dann gucken wir nämlich auch mal. Ja, genau, auslesen wollten wir auch noch. Ja, weil ja, mir ja da die Kontrollleuchte ist ja auch noch aufgeleuchtet. Ja, auch noch genau. Also, ah, scheiße. Gott, Alter. Schaut auf Mobi, das Auto steht zum Verkauf. Für den Höchstbietenden. Wir machen so eine Bieteraktion halt wie bei eBay. Ja. So, erst einmal machen wir hier einen Check, was denn hier überhaupt Sache ist. An dem wir haben es selber gern. Aber der ist doch voll wie Sau. Seit wann ist denn das letzte Mal, war ich hier überhaupt nicht drin? Jetzt ist plötzlich Öl drin. Okay, Problem gelöst, alles klar, danke, bis morgen. Los, aus. Schau, jetzt ist nämlich nichts. Aber mit ein neues interessantes Phänomen, wenn der Motor warm ist, ist kein Öl drin. Also ich lag nicht ganz falsch mit meiner ersten Diagnose. Ja, stimmt, wirklich. Ja. Wenn er kalt ist, ist Öl drin. Also wir dürfen das Auto einfach nicht warm fahren. 5 Meter, dann steht das nicht.
Oder einfach ein bisschen Öl reinkippen, kann man natürlich auch. Dann wäre vielleicht. Nee, aber das stimmt. Das ist Plan B. Wir haben hier nämlich das gute Formula Super 10W40 Liqui Moly. Nicht gesponsert, haben wir selber bezahlt, den Zehner. Ja, also keine Werbung oder so. Das geht auf unseren Nacken. Und jetzt füllen wir mal ordentlich was nach und dann schauen wir mal, ob der Ölstab dann wieder anzeigt. Der ist wirklich kurz trocken. Da ist nichts drin, ich sag's. Echt krass. So, das Problem scheint tatsächlich einfach nur gewesen zu sein, dass in diesem Fahrzeug kein Öl mehr enthalten war. Wir haben jetzt gegoogelt, wie man richtig Öl misst. Ist ein bisschen peinlich, aber manchmal ist so. Weil wir uns unsicher waren, ob man das im warmen oder im kalten Zustand macht. Im warmen Zustand hat er gar kein Öl mehr angezeigt. Jetzt haben wir nachgefüllt, jetzt ist das Öl wieder drin. Jetzt machen wir noch eine kleine Testrundfahrt und dann ist der Tag auch wieder gelaufen. Und wir sind einem kolossalen Motorschaden nochmal von der Schliche gewichen, weil wir schon gedacht haben, es ist irgendwas Größeres kaputt, was bei so einer alten Kiste mit 10 Kilometern jetzt auch nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Nochmal gut gegangen. So, wieder zurück, wir haben praktisch Seiten gewechselt, jetzt bin ich der Beifahrer. Der Tim versucht hier gerade diese Wartungsklappe zu öffnen, damit wir den ODB-Stecker da reinstecken und auswerten können. Das Kuriose ist, es ist Öl im Motor, wo das herkommt, keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Marder. Der wollte einfach dieses ganze kaputtgefressene Kabel wieder gut machen, hat sich gedacht, komm, jetzt gebe ich meinem Auto ein bisschen Öl wieder zurück. Ja, das kann gut sein. Ja. Ne? Da dann reingepinkelt, das weil das der Marder-Pinkel ist nämlich Öl. Ja, das ist Biologie und so, der ist dann produziert Öl. Ja, ja. Und er dachte sich, naja, wenn ich mir dann schon mal ein schönes Bettchen hier gemacht habe, ne, dann kann ich auch das gleich wieder reparieren. Wahrscheinlich ist nämlich sein Speichel und sowas, der hat es so abgeleckt und genau diese Speichel, das hat es dann wahrscheinlich wieder abgedichtet alles. Ja, wahrscheinlich. Das könnte sein. Ne? Hat auch die Kilometer wieder zurück. Also unterm Strich, der Daniel ist eigentlich ein Volldepp und hat es einfach nicht gerafft, dass da eigentlich überhaupt kein Ölverlust da ist und es wird auch nichts angezeigt, so wie er es gesagt hatte, dass Öllämpchen angeleuchtet wird oder dass irgendwas ist. Also ist gar nichts, da läuft Bombe. Das größte Problem, was wir haben, ist halt noch die Motorkontrollleuchte, wie du siehst. Ja, da müssen wir jetzt erstmal auslesen, mal schauen, was das ist. Nun, wir sind weitergekommen. Wir haben den ODB-Stecker mit dem Handy verbinden können. Und der Katalysator scheint irgendeinen Defekt zu haben. Jetzt haben wir den Federspeicher gelöscht. Genau, mal schauen, ob er wieder auftaucht. Wir waren auch solche Helden, wir dachten, dass das über Bluetooth eigentlich verbunden wird. Tut's aber nicht, weil das wird über Wi-Fi verbunden halt. Ja. Auch nicht schlecht. Da sind wir wieder schlauer. Jetzt sind wir wieder schlauer. Beim nächsten Mal passiert uns das nicht mehr. In Bosnien, dann müssen wir über Wi-Fi gehen. Genau. Also man merkt, wir sind hier absolut mit Profis unterwegs. Nur. Shit, Alter. Jetzt aber Sigma. Die Meldung ist weg. So. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. So, die Autodoktoren machen jetzt hier gerade einen Check des Gesundheitsstatuses des Skoda Fabia und wie man sieht, ist alles im grünen Bereich. Ah, weißt du, was mir jetzt noch kommt? Was noch geil wäre, wenn man diese Inspektionsleuchte da resetten könnte? Ja, das geht irgendwie mit Pedal links und Pedal rechts. Achso, das kann man hier irgendwie... Ah, oh, das machen wir. Ja. Das ist doch kein Problem, da kriegen wir doch auch noch hin. Profi, Mensch, Junge, Alter. Natürlich. Na, weil es gerade so schön ist, wir haben jetzt den Federspeicher komplett gelöscht. Das Auto ist praktisch im neuwertigen Zustand. Ja, hat halt leichte Gebrauchsspuren. Minimal. Jetzt hauen wir noch die Inspektionsleuchte raus, weil der will unbedingt, dass wir Inspektion machen. Dann stellen wir noch die Uhr ein, machen noch ein bisschen Öl nachfüllen und zu guter Letzt hauen wir noch die Eisbecher weg, die hier sind. Vor einer Woche. Nein, das hat der Marder aufgegessen, der das Öl nachgefüllt hat. Ja, ja, genau. Lassen Sie die Taste jetzt los und drücken Sie erneut, bis der Bildschirm die Service-Inspektionsmeldung anzeigt. Ja, macht's. Das zeigt Öl an. Ja, wie kriegt man jetzt das Ölanzeige weg? Inspektion Ölwechsel zurücksetzen. So, beginnen Sie mit ausgeschalteter Zündung und geschlossenen Türen. Ja, machen wir. So. Drücken und halten Sie die Taste rechts neben dem Armaturenbrett. Drücke ich? Es werden wieder keine Meldungen angezeigt. Perfekt. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Wir haben dafür auch bloß 2 Anläufe und 5 Anleitungen gebraucht. Aber jetzt funktioniert es. Optimal. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem anderen Spaß, nämlich die Uhr einzustellen. Schritt 1. Oh, stellen Sie sicher, dass Türen und Fenster geschlossen sind. Warum wollen Sie das immer sicherstellen?
Was hat das mit den Türen und Fenstern zu tun? Schritt 2, bauen Sie das Armaturenbrett ab. Nehmen Sie dafür den Schlitzschraubenzieher. Und sag mal, der Chris fragt, und wie kommt dann das Phänomen zustande, dass die Uhrzeit nach 2 Tagen nach Sommerzeit umstellt und wie durch ein Wunder, ohne dass was dran gestellt zu haben, passte? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Als Profi, das ist die Profi-Einstellung. Ja, ja. So, wir waren jetzt zum zweiten Mal beim Bauhaus, haben nochmal 1 Liter Öl gekauft und nachgefüllt. Jetzt ist so fast voll, würde ich sagen. Ja, jetzt ist optimal. Jetzt machen wir noch eine kleine Rundfahrt hier ein bisschen in der Gegend rum. Jetzt kriegen wir wieder einen Strike wegen Copyright. Ja, genau. Musik im Hintergrund ist. Ja, so 10, 15 Kilometer einfach, um zu gucken, ob die Fehlermeldung nochmal kommt oder genau, nicht. Genau, die Kontrollleuchte nochmal kommt, weil die haben wir jetzt gelöscht. Ja. Und wenn die nicht mehr kommt, dann haben wir das Auto repariert und es war ein erfolgreiches Wochenende. Perfekt. Weil das war jetzt mir, muss ich schon ehrlich sagen, die letzten Tage schon ein bisschen im Magen immer gelegen. Wenn man gedacht habe, oh scheiße, ne, dass da jetzt wirklich komplett der Motor versagt. Ja, wir haben ja auch schon wieder einen Haufen Kohle in die Reparatur stecken müssen. Naja, natürlich, klar. 700 Euro nochmal on top. Bis wir TÜV bekommen haben. Ne? Da war ja alles kaputt. Da war ja Schweller kaputt, Bremsleitung kaputt, Stoßdämpfer hinten komplett kaputt. Eigentlich ja, alles kaputt. Krass. Das war nicht schön. Aber jetzt läuft das. So läuft der 1A. Perfekt. Die Uhr ist jetzt eingestellt, Fehlermeldungen sind weg. Alles Öl wunderbar. Ist drin. Alles wir sind gut. Drin. Jetzt müssen wir dann eigentlich nur noch die Türe hinten rechts, die ist noch defekt. Ja, da haben wir noch ein paar Wochen zu tun. Dann kommen die geilen Umbaumaßnahmen, weil dieses Auto sollte ja komplett im Bayern-Motiv dann im Anschluss sein. Ja, und wir haben, das haben wir euch noch nicht erzählt, jetzt mittlerweile auch Kontakt aufgenommen mit der Deutschen Gesellschaft für Multiple Sklerose, die dann Spenden von uns erhält. Da wird es auch noch ein paar Videos geben. Der Tim hat vorgeschlagen oder hat die Idee, dass wir da auch so eine Art Interview mit denen machen. Das kommt alles in den nächsten Wochen, so ja. Step by Step. Deswegen am Ball bleiben lohnt sich. Abonniert uns auf YouTube, Instagram, Facebook haben wir nicht, aber macht es trotzdem einfach. Crowdfunding-Projekte kommen, es kommt ein Haufen Zeug. Ja, aber jetzt fahren wir erstmal hier ein bisschen in der Stadt rum und gucken mal, was so abgeht. Oha. So, wir sind wieder zurück an unserem Ausgangspunkt. Wir haben jetzt eine kleine Fahrt unternommen, habe nochmal Spritzwasser gekauft und was sollen wir sagen, es gibt keine Fehlermeldungen mehr. Motorkontrolllampe ist nicht angegangen. Optimal. Öl ist drin, der fährt sich ganz normal. Ja. Jetzt machen wir nochmal einen Check, ob auch das Öl tatsächlich drin ist. Und dann haben wir unsere Tagesmission wieder erfüllt. Ich glaube 30 Kilometer waren wir jetzt ungefähr unterwegs, ja. Also da war jetzt gar nichts mehr. Optimal. Perfekt. Und wir haben Schokolade gekauft, das war ein erfolgreicher Nachmittag, würde ich sagen. Perfekt. So, meine Freunde, ich bin gerade zu Hause angekommen, habe mein Auto geparkt. Der Fabia steht beim Tim, der Tim ist ebenfalls daheim. Und wir haben es, glaube ich, repariert. Es scheint einfach nur daran gelegen zu haben, dass kein Öl mehr drin war. Im kalten Zustand schien es aber trotzdem so zu sein, als wäre noch Öl enthalten. Sobald er warm war, war der Messstab leer. Alles ein bisschen mysteriös, aber unsere Testfahrt hat funktioniert. Wir haben jetzt knapp 2,5 Liter Öl nachgefüllt. Es funktioniert alles. Nächstes Projekt wird dann sein, die kleinen Reparaturen und Blessuren dieses Fahrzeugs zu beheben. Das wäre, einmal geht hinten rechts die Hintertür nicht auf. Das müssen wir machen. Wir wollen die Scheiben folieren, ein bisschen was mit Raptor-Lack machen. Und generell soll dann das Auto in Blau-Weiß erstrahlen, den Farben Bayerns. Wir sind ja auch die Piraten aus Bayern. Da passt das ganz gut. Und dann kommt in den nächsten Wochen alles Weitere. Ich freue mich sehr, dass wir schon Kontakt haben mit der Deutschen Gesellschaft für Multiple Sklerose, der wir dann Spendengelder zukommen, sobald die Fahrt losgegangen ist. Das sind aber alles Themen, die kommen dann in den nächsten Videos. Ihr dürft gespannt sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und bis dahin, alles Gute. Ciao.